Das ist die Kommune Neulernbach. Die Kommune ist für viele Bildungsbereiche zuständig, die sich in mehreren Ämtern und Organisationen, zum Beispiel in der Volkshochschule, im Schul- oder Jugendamt wiederfinden. Denn Bildung findet vor Ort statt. Und zwar das gesamte Leben lang. Aber woher weiß die Kommune, welche Bildungsangebote ihre Bürgerinnen und Bürger suchen? Hier kann ein datenbasiertes kommunales Bildungsmanagement helfen. Fachkräfte für Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring wissen, wie es funktioniert. Der Bildungsmonitorer nimmt die kommunalen Bildungsdaten in den Blick, bereinigt sie, vergleicht sie, wertet sie aus und sorgt für eine angemessene Darstellung. Dabei arbeitet er kontinuierlich mit der Bildungsmanagerin und kommunalen Einrichtungen zusammen. So verschafft er der Kommune einen Gesamtüberblick über ihre Bildungslandschaft. In der Analyse kann der Bildungsmonitorer auch einen Blick auf die Bereiche werfen, wo noch nicht alles optimal läuft. Anhand der Datenlage hat der Bildungsmonitorer für die Gemeinde Unterlernbach festgestellt, dass es für Kinder und Jugendliche nur wenige ergänzende Bildungs- und Freizeitangebote gibt. Auch für Seniorinnen und Senioren gibt es kaum Angebote in der Kommune. Hinzu kommt, dass in Unterlernbach nur alle 3 Stunden ein Bus fährt. Ab 17 Uhr ist der Nahverkehr komplett eingestellt. So wie die einzige Grundschule mit Ganztagsangeboten befinden sich auch Kreisbibliothek und VHS in der weit entfernten Kreisstadt Groß-Lernbach. Nach Abstimmung mit den zuständigen Fachstellen fasst der Monitorer diese Ergebnisse in einem Bericht zusammen. Unterlernbach bietet kaum Angebote für Kinder, Jugendliche und Ältere und ist nahverkehrstechnisch schlecht angebunden. Der Bericht wird im Kreistag und in den Gremien diskutiert. Auf dieser Grundlage entwickelt die Kommune Lösungen. Eine bisher ungenutzte Mehrzweckhalle in Unterlernbach soll in ein Begegnungszentrum mit integrierter Gemeindebibliothek ausgebaut werden. Schwerpunktmäßig wird die Gemeindebibliothek auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sein. Im Erdgeschoss entsteht ein Treffpunkt für Jung und Alt. Das neue Begegnungszentrum findet schnell Zulauf, wie die Zahlen des Monitorers zeigen. Verantwortliche aus Politik und Verwaltung erkennen so, wie wirkungsvoll kommunales Bildungsmonitoring sein kann. Daher bilden die Daten des Bildungsmonitoring die Grundlage für ihr nächstes Vorhaben. In der Kreisstadt Groß-Lernbach werden in der Schuleingangsuntersuchung der Gesundheitszustand und auch die Sprachkenntnisse der Kinder festgestellt. Der Bildungsmonitorer erkennt, Kinder, die die Kita länger besucht haben, schneiden beim Sprachtest der Schuleingangsuntersuchung deutlich besser ab. Die Kommune sieht Handlungsbedarf und initiiert verschiedene Ansätze, damit Kinder früher in die Kitas kommen und dort länger bleiben. Nach 5 Jahren tragen die kommunalen Anstrengungen Früchte. Die Kinder gehen länger in die Kita und weisen bei der Schuleingangsuntersuchung signifikant bessere Sprachkenntnisse als in vorherigen Untersuchungen auf. Dank Bildungsmonitoring haben Verantwortliche aus Politik und Verwaltung auch für diese Themen eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage, die ihnen hilft, Transparenz über ihre Bildungslandschaft herzustellen. Damit kann die Kommune wichtige Entwicklungen vorausschauend anvisieren. Für den Landkreis Neulernbach hat das Bildungsmonitoring die Basis zur Weiterentwicklung seiner kommunalen Bildungslandschaft geliefert.